Ja, Freunde, Super Mario Maker 2 geht hier weiter. Wir brauchen immer noch Geld. So, Toadette, dann erzähl mal, was kann ich denn jetzt für neue Sachen bauen? Boah, wo soll es weitergehen, Guck mal hier. Alter, was? Verdammt, ey, das kostet jeweils mehr als 1000. Oh. Tja, da muss ich wohl noch ein paar Aufträge annehmen, wa? So geht's ja nicht. Hol dir beim Vorarbeiter noch mehr Aufträge, Mann. Ja, okay, wir erstmal gucken, geht's meinem Hundi gut? Oh, mein neuestes Level wurde gespielt. Dankeschön. Na, Hundi, alles klar. Hast du Level? Ja, danke, dass du dich um meine Aufträge gemacht hast. Nee, okay, guten. Denn ja. Ach, guck mal hier, was machst du denn jetzt hier am Überlegen? Oh, wenn du irgendwas gegen den Kriechpiranha unternehmen könntest, stünde dir diese Röhre offen. Immer auf die Piranha 12 hier. Das machen wir mal. So, diese Kriechpiranha ist das Einzige, was dir hier im Weg steht. Halte B gedrückt, um Supersprünge von seinem Kopf aus zu vollführen. Dann solltest du es doch irgendwie schaffen können, ihn zu vertreiben. Besiege alle Kriechpiranhas und erreiche das Ziel. Den Rest überlasse ich dann dir. Wuhu! Erstes Level, Leute. So, habe ich die 1000 voll. Oder 1100, hoffentlich. Obwohl, gab es überhaupt dafür Geld? Oh, ich weiß es nicht. Na, mal gucken. So, Kriechpiranha. Auch so ein Name, oder? Moment mal, was soll denn das? Oh mein Gott. Oh, ja, nicht berührt. Trotzdem voll tot. Okay, verstehe, warum das Stufe 3 ist. Ja, da muss man ein bisschen ausrasten. Schön lange gedrückt halten, damit man ordentlich hochfliegt und genau sich neu justieren kann. Yeah. Alter, was? Okay, war ein bisschen zu krass. So, der Geld holt mir aber auch. Das ist ja kein Problem. So, nochmal. Ich habe bloß nur drei Leben. Mann, Mann, Mann. Schnell, schnell. Ich will sie. Oh, sag mal, Luigi, ey. Luigi, hör doch auf. Ich brauche deine Hilfe. Nee. Ey, was? Alter, die Hitboxen, Mann. Richtig dumm. Natürlich, ich wäre irgendwie auf ihn raufgesprungen. Ja. Aber irgendwie sieht das immer ganz komisch aus, wenn ich gar nicht getroffen werde. Ich fasse es nicht. Okay, jetzt mal ganz vorsichtig, ja. Ist doch wohl klar. Komm, verarsch mich. Schon wieder! Alter, wird es das erste Level sein, wo ich alle Leben verlieren werde, glaube ich. Ich habe noch, wenn das Nullte mitzählt, habe ich noch zwei. Und dann bin ich immer auf Luigis Aussage gespannt. Der sagt aber schon, ha, Bruderherz, ich glaube, du solltest doch lieber aufhören. Mann, das gibt's einfach nicht. Das ist ganz knapp immer. Richtig knapp. Oh, wie schade, ey. Richtig schade. Abenteuermodus. Also, willst du es noch einmal versuchen, Bruderherz? Wenn du Probleme hast, dann platziere doch einfach Hilfselemente. Luigi überlassen ja voll. Ansonsten kann ich das Ganze für dich erledigen. Du oder was? Nee, nee, nee. Du kommst erst wieder zum Tragen, wenn du hier Luigi's Mansion 3 oder so weit, aber jetzt noch nicht. Ey, Luigi, ne? Ey, Luigi macht einen richtig wütend. Will muss helfen, wisst ihr? Ich so, bist du verrückt? Mann, das ist so dumm, immer an derselben Stelle, immer. Immer an derselben Stelle. Also Luigi. Luigi, sag nichts. Luigi. Okay, Luigi. Kann ich irgendwie ganz schnell hier einfach triggern? Oh Mann. Was zum. Ich wollte das richtig schnell da hoch, aber nee, es geht nicht. Ich muss mir die Zeit lassen. Ja, ich muss da richtig raufjumpen, sonst lacht mich sowohl Luigi als auch der lila Toad aus. Na los, Mario, jetzt komm. Was? Komm, Leute, jetzt wird es aber langsam echt krebsig hier. Was ist denn das für eine Hitbox? Ich war jetzt mehr auf der blauen Seite als auf der Dornenseite. Okay, ich verstehe schon. Ich verstehe schon, Nintendo. Ihr wollt mich testen. Nein, ich lasse mich hier testen. Ist kein Problem. Und zack, war doch überall einfach. Das war total leicht. So, ist hier noch ein bisschen mehr Geld abzuholen oder so? Mal gucken. Nö, natürlich nicht. Ey, war das jetzt so schwer? Natürlich nicht. Yeah! Startet der Part halt mal ein bisschen holpriger. Ist doch auch mal okay. So, was ist meine Belohnung? Gar nichts, Mann. 21 Münzen, mehr nicht. Danke, Toad. Was guckst du jetzt? Verschwinde. Perfekt. So, wo führt die jetzt hin? Oder was soll das jetzt bringen? Toad, sag mal was. Diese Röhre sollte dich auf geraden Wegen in die tiefsten Tiefen der Unterwelt führen. Oder so. Kann ich da jetzt echt rein? Jetzt bin ich ja neugierig. Ah, ey, cool, dass diese Overworld denn doch so groß ist. Ja, das hätte ich gar nicht gedacht. So, ist aber auch schon wieder Schluss hier. Okay, müssen wir dann später nochmal reingucken. Alles klar. So, da muss ich ja immer noch mindestens ein Hundi oder sowas kriegen.
Yay, yay. Welche? Ja, da muss ich halt normale Quests machen. Ich gehe nochmal weiter nach rechts gucken. Oder vielleicht mal bei ihm hier erstmal weiter, dass ich die ganzen schönen Skulpturen hier habe. Hallo. Danke für die Steinquader. Ich habe daraus eine Goomba-Skulptur gemeißelt. Einfach, weil ich es kann. Süß, oder? Ich hätte da noch einen Auftrag für dich. Willst du mal sehen? Steintransport mit Katzenmario. Okay. Die von der Bauleiterin favorisierten Steinquader sind so rar geworden, dass wir sie schon aus der Wüste anschleppen müssen. Leider sind da die Wände so steil. Könntest du das nicht erledigen? Ein Steinquader würde erst fürs Erste schon reichen. Na klar. Das packst du mit links. Let's go. So, irgendwie, glaube ich, gehen die Level ein bisschen falsch an, oder? Ich sollte doch eigentlich immer ein Level machen, wo ich auch wirklich Geld bekomme. Aber irgendwie, naja, muss ich halt auf das In-Level-Geld irgendwie zählen. So. Yeah, just what I needed. Wo bist du denn hier, du ohne Biene? Was haben wir hier oben? Ups. Hier oben ist gar nichts. Nicht mal Geld. Bams. Ich nehme mal ein bisschen Geld mit. Ich brauche nämlich 100. So, komm mit, du aller Block. Jetzt mal wieder Glöckchen. Okay, wartet mal. Ich geh mal ganz schnell hier oben gucken. Ups. Warum ist hier oben nichts? Warum ist hier oben kein Geld? Mitkommen. So, dann haben wir auch kein Geld. Okay, ich muss den mit nach unten nehmen, weil er zu fett ist zum Werfen. Ich verstehe schon. So. Trotzdem noch schnell das Geld. Danke. Na, grab Mario. Katzen Mario mit seinen Pfötchen. Willst du schön die Steine hier erstmal transportieren? Oh, da haben wir einen Zehner. Sehr schön. So. Kann der Block eigentlich in so eine Röhre rein? Nö. Was rennt da? Verdammt. Yeah. Okay. Okay, ich muss mit dem Stein da rein. Es klappt ja wirklich. Boah, cool, ich kann doch den Stein alleine reinschmeißen. Ist ja auch geil. So. Los, rein da. Okay, erstmal noch nicht. Ich muss erstmal den Weg frei machen. Ja, ich check das doch. So, ich würde auch gerne mal da oben hingucken. Wo bisher da nie irgendwas war. Hui. Auch jetzt ist hier wieder nichts. Wow. Boing. Oh Gott. So. Block nicht vergessen. Na, komm schon, rein da. Achso. Manchmal muss ich ihn doch alleine da reinwerfen, weil sonst geht er es nicht. So, komm mit, Mann. Oh Gott, mein jetzt. Ah, nein, der Block. Oh, und die Zeit. Die Zeit. Oh, das Geld. Das ist ordentlich Geld. Toll. So, das so gemacht. Dann hüpft. Wow! Alter, krass. So. Okay, ich hab ihn. Ja, nochmal 10 Münzen. Das war ja ein Level, ey. Super interessant und grün. Yeah! Wow, wow, wow. So, Mann, wieder nur ein bisschen Geld. Aber ich will seine Figuren sehen. Die sind bestimmt hübsch. Vielleicht kriege ich jetzt so eine, weiß ich nicht, eine Koopa-Figur. Ah, ich habe ja 1-1. Sehr schön. Kann ich jetzt mal wieder was losbauen lassen. Danke für den Steinquader. Ich werde ein echtes Kunstwerk daraus bauen. Warte mal. Oh, ein Cheep-Cheep. Das ist ja toll. Okay, einen hat er noch. Aber ich gebe erstmal was in Auftrag, damit sich das hier ein bisschen rentiert. So. Na, was denn los, Mann? Willst du über Bauarbeiten loslegen lassen? Ja, wir machen jetzt mal den Westflügel. Okay. So, wie viel braucht... Wie viele Züge oder Level braucht der? Ching-Ching. Oh, 4 Stück. Na gut, Mann, ich mach so viel optional. Ich müsste eigentlich die Hauptaufgaben machen. So, Bauarbeiten gehen los. Hol dir noch mehr Aufträge. Ich bin halt so neugierig, ne? Ist ja dann meine eigene Schuld. Ich mach sowieso alles, ist ja klar. Ist denn noch irgendwas hier? Was zum... Der olle Radiergummi? Auch der will irgendwas? Was ist denn mit dir? Herr Radierer, ey, Kleiner. Ich hatte einen Vorschlag für dich. Du hilfst mir und ich lösche die Steine auf der Röhre da. Eine Hand wäscht die andere. Heißer Regen. Schwierigkeit Grad 1. Die Zielpersonen sind Hotheads. 7 Stück. Wie, du weißt nicht, wie man Hotheads los wird? Tja, das ist dein Problem. Vielleicht kannst du dir einen Ort von irgendwoher Hilfsmittel beschaffen oder so. Besiege 7 Hotheads. Na, bestimmt einfach mit dem Stern. Ich verlass mich auf dich, Kumpel. Let's go. Herr Radierer, ich nehme Aufträge von einem Radiergummi an. Besiege mindestens 7 Hotheads und erreiche das Ziel. Cool, es gibt also mehr? Oh, oh. Oh, oh, was jetzt? Nur so wenig Zeit? Oh mein Gott. Ach, die kann man echt von unten denn so wegballern? Tja, das war's schon.
bin tot. Ich muss mal schnell zurück. Ich brauche nochmal schnell einen neuen Helm. Von unten gegen springen, ja. Nicht einfach oben rauf springen, das ist nicht so toll. So, flupp. So, flupp. So. Ich wollte die Mütze haben, die Mütze. Das Cash. Das Cash. Ja. So, die muss nur erstmal kommen, oder? Voll cool, Mann. Das sind Hotheads. Das ist einfach Feuerbälle. Warum brauchen die irgendwie so einen Eigennamen? Mann, egal. Yeah. Bam. Nur 17 Münzen, ey. Mühsam, man nennt sich das Eichhörnchen. Ich will auch immer nur die, naja, die Aufträge machen, die kein Geld bringen. Ne? Weiß auch nicht warum. So. Was machst du jetzt? Nochmal eine Röhre in den Untergrund? Gut gemacht, Kleiner. Dann werde ich mal fix die Steinchen für dich rausradieren. Sieh sie dir an. Dieses ätzende Braun, diese fiesen Risse, da hilft nur Radieren. Oh mein Gott, er hat sich den Kopf wegradiert. Alter! Oh, okay, ich dachte, du radierst doch die anderen Steine weg. Was ist denn mit dir? Fling, cool. Warum radierst du, was ist denn mit den anderen Steinen? Ach, da hat er echt noch mehr für. Geh erstmal gucken, ne? Erstmal hier win. Oh, guck mal, hier ist sogar keine Höhle. Hier ist sogar richtig schön fresh alles. So was Unsichtbares hier? Nee. Na, dann mal gucken. Warum lebt hier eigentlich alles? Wer bist denn du jetzt? Sag mal, was zur Hölle? Hm? Tagchen, Zeit für einen kleinen Auftrag, oder was? Mauritius heißt er. Okay, du wirst es nicht bereuen, ne? Ich krieg kein Geld dafür, also bereue ich's. Schaffe, Ausrufezeichen Blöcke, Block baue. Wir sind auf der Suche nach einem neuen Häusle. Würdest du den Grundriss mit Blöcken abmessen? Kleiner Tipp, mit einfach runter kannst du in der Luft die Stampfattacke ausführen. Damit dehnen sich die Blöcke auf einen Schlag komplett aus, wa? Hab ich Bau auf dich, ne? Mann, ich brauch Cash. Ich mache ja alles falsch. Egal, die Personen sind interessanter. Mauritius. Ich dachte eigentlich, er heißt Herr Block oder so. Nee, so unkreativ denn nicht, ne? Boots? So. Okay, lecker Pilz. Ja. Kann ich überhaupt hier swappen? Ja, kann ich. Boah. Ob ich jetzt Angst habe vor den Kanonen? Komm hier super schnell durch. So, check the point. Yeah, just what I needed. Da ist ja ein Block an der Seite. Oh, guck mal, man kann die einfach runterschieben. Das ist natürlich auch cool. Was mache ich jetzt bei dem? Okay, aber dafür muss ich wohl in eine blaue Röhre rein. Und dann kann ich den wegballern. Ach, ist aber auch schon cool gemacht. Hups. Hups. The crap. Wird aber eigentlich ja noch in die... Ah, hier ist ja ein Cooper, was macht er denn hier? Wow, was willst denn du, mein Freund? Ich glaube einfach, damit der das immer wieder aktiviert, oder? Muss doch aber nicht sein, oder? Doch, warte mal, das muss sein. So. Zack, einmal so. Und dann kann ich da richtig schön bequem. Einfach hier hoch. Wir brauchen noch ein bisschen, also ganz schnell. So. So, das war's doch schon. Ist doch richtig easy going, Alter. Yeah! Oh, verdammt. Ich vergesse immer, bei anderen Mario-Spielen sind ja dann eigentlich da immer unsichtbare Wände, dass man automatisch einfach zum Zielpfahl gelenkt wird und dann einfach runterfällt. Ja, hier aber nicht. Hier kann man rüberfliegen. Egal. Mauritius, freust du dich? Wer kriegt jetzt von dir? Nischt, Mann. Herzlichen Dank, da fällt mir ein Mauerstein vom Herzen. Dann werde ich gleich mal das... Ach ja, ich habe ja anders gesprochen. Da werde ich gleich mal schaffen gehen und was ganz Schönes bauen. Da bleibt kein Stein auf dem anderen. Schaffe, Häusle bauen, ne? Du hast jetzt da einen Fragezeichenblock hingebaut. Als Belohnung habe ich einen befreundeten Fragezeichenblock hergerufen. Gib ihm doch mal einen freundlichen Klaps, wenn du ihn siehst, ne? Das war's? Was ist denn hier los? Hast du noch mehr? Nee, ne? Na, erstmal nicht hier. Ich hätte da noch einen Auftrag für dich. Als Belohnung gibt's auch was richtig Gutes. Er hat noch einen. Weit und breit Dunkelheit. Als wir letztens ein neues Häusle besichtigt haben, war die Sicherung raus. Deshalb war im Keller alles düster. Könntest du mal nachgucken, wie geräumig der Keller ist hier? Ich baue auf dich.
Hey, wuhu. Ey, oh Mann, ey. Ich glaube, ich werde den nächsten Part dann doch auch mal nutzen, wirklich mal wieder normale Aufträge zu machen, damit irgendwie Geld reinkommt. Das geht so nicht. Oha. Dunkelheit. Was ist so dunkel? Okay, aber wir sind ja alles hier schön ruhig. Ja, keine Gefahr irgendwo. Und hier oben sieht es aus wie ein Secret Way. Boah. Ach, cool. Ich dachte, ich wäre irgendwie eigentlich der Tod, aber ne, man weiß ja nie. Erstmal, yeah, erstmal ein schöner Pilz. So. Oh. Oh. Schön die Ranke empor. Hups. Wie schön das aber auch aussieht, ja, mit den ganzen, mit den Hintergründen, dass das überall so eine Kisten sind. Das sieht alles aus wie so ein oberkrasser, richtig großer Raum. Das ist schon schön. Hey, das ist ein Leben. Das muss ich doch haben. Boom. Komm her. Oh, das macht ein bisschen Licht. Sehr schön. Jetzt ist er wieder weg. Auch sehr schön, dass man genau den Stein hier sieht. Boah, verdammt, ey. Mit der Mütze. Yeah. Okay. Wenigstens gibt es hier ein bisschen Geld, ey. Kling, kling. Oh, schön Licht machen. Noch mehr Münzen? Leider nicht. Und das habe ich teuer bezahlt. Oh, warte, da ist Geld. Alles mitnehmen. Jeden Cent mitnehmen. So. Nochmal nach oben in Hoffnung für den Pilz. Was ist das? War richtig. Ja. Okay, das war's. Okay, unten habe ich bestimmt was verpasst. Verdammt! Egal. Okay. So, Mauritius, ist das noch ein schöner Block für mich, irgendwo der Merne springt? Wo, vielleicht sind da 1000 Münzen drin. Glaube nicht. Erstmal 80 so eingecashed. Danke. So, herzlichen Dank. Da fällt mir ein Mauerstein vom Herzen. Dann werde ich gleich mal schaffen gehen und was Schönes bauen. Da bleibt kein Stein vom anderen. Ja, Häuslebaue hier. Als Belohnung habe ich einen versteckten Block hergerufen, der mir was schuldet. Das ist etwas schüchtern, aber mag rote Blumen. Echt jetzt? Ein unsichtbaren Block, der schüchtern ist. So, hast du noch einen, oder was? Oh, danke, dass du mein Level zockt, Leute. Dankeschön. So. Einen letzten Auftrag habe ich noch für dich. Als Belohnung winkt was ganz Besonderes zum Anziehen. Na, neugierig? Ey, ich brauche immer neue Klamotten. Im Reich der Steinblöcke. Unser neues Häusle wurde von Steinblöcken übernommen. Sie tanzen da drin wahrscheinlich aus den Tischen und tun, was ihnen gefällt. Könntest du mal ganz vorsichtig nachsehen, in welchem Zustand unser armes Häusle sich mittlerweile befindete? Natürlich. Ich baue auf dich. Der verdammte Häusle, ey. So, Reich der Steinblöcke. Warum Steinblöcke? Und warum leben die denn hier alle? Wir machen die doch immer kaputt. Egal. Oh, oh. Aber vielleicht ist da noch ein Pilz hier drin, ne? Wartet mal, irgendwo hier unter? Nö. So, warte mal. Habt ihr das richtig verstanden? Das hier ist ihr Häusle? Das ist Bowser's Land, Alter. Was soll das die Steinblöcke sein? Das sind doch Wumms. Das sind doch keine Steinblöcke. Die haben doch alle einen Namen. Verdammt nochmal. Oh, weia. Nicht zerquetscht werden. Okay. Oh. Ich dachte jetzt echt, ich soll da. Auch Wandsprung ist doch kein Problem. Aber Nintendo denkt natürlich, nein, du brauchst da nicht so was Schwieriges wie einen Wandsprung machen. Nee, nee. Du musst einfach bloß warten. Verdammt. Manchmal denkt man einfach zu kompliziert, denn Nintendo will ja nicht, dass du so was Anstrengendes machst. Es kommt aber davon, wenn man schon online so viele Level gebaut hat. Oder online gespielt hat. Das ist, glaube ich, besser. Das weiß ich ja Bescheid. Komm mal runter. So. Bitte einmal nach oben. Danke. Cash her. Danke. Richtig viel Cash. Danke. So. Oh, oh, so, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell! Verdammt, da war schon das Ziel, Ding. Hätte ich warten müssen kurz? Ich glaube, ich hätte kurz warten müssen, ne? Ah, der kommt ja dann so schnell da runtergeballert. Oder okay. Ich glaube. Mann, Luigi! Luigi, hör auf mich zu triggern, Alter! Ich geh gleich in die Options und stell dich aus! Falls das überhaupt geht. Möchtest du, dass Luigi dich nicht mehr nervt? Ja. Das ist so übel, nur zweimal gestorben. Nintendo, gib den Leuten noch mal ein bisschen eine Chance.
Tedelü. Flitsch. Das Geld wieder schön mitnehmen. Warum denn nicht? So, jetzt hier also kurz aufpassen. Oh, verdammt, ich muss da hin. Ich kann nicht antäuschen. Weil der hier im Weg steht. Okay, gut. Ha! So geht das! Komm her! Jawohl, 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 aber ich kann jetzt nicht. Okay, warte, ich bleib ganz ruhig. Nimm das Geld! Nein, wow! Alter, was? Alter, was ist das denn? Okay, er wird richtig rumgeballert, rumgebasht, alles. Ey, fies, Mann! Okay. Leute, ich muss den Level aber noch schaffen, ne? Erst dann können wir den Part beenden. Wieso verliere ich nicht all meine Münzen, ey? So, komm, baller doch mal hier durch. Ja, mit dem Geld jetzt. Ah! Okay, nee, das schafft man nicht so schnell. Verdammt. Wie böse der Block immer guckt. Ja doch, das sind wirklich im Reich der Steinblöcke. Das sind wirklich die. Haben die im Deutschen jetzt ihren Eigennamen verloren? Das sind doch Wumms oder Wumms. Warte mal, wer sind nochmal die anderen? Gibt da noch andere Steindinger? Oh, schnell! Ich bin zerquetscht, ey! Einfach. Oh, wie schade, ey. Luigi? Ey, Luigi, wenn du. Luigi, ich mach's nochmal. Aber erst im nächsten Part, Leute. Ist das klar? Vielen Dank aber fürs Zuschauen. Wir brauchen hier noch ein bisschen bei den Blöcken, ey. Was soll denn das? Bis zum nächsten Mal. Ciao!